Generell ist die Skyer X eigentlich keine eigene Cloud. Cloud ist ein bisschen falsch aus oder falsch begriffen oder falsch beschrieben. Eigentlich ist es ein föderatives Lösungskonzept, was daraus besteht, nämlich zentrale und dezentrale Infrastrukturen, zum Beispiel eben eine Edge oder eine Cloud-Plattform oder mehrere Edge- und Cloud-Plattformen zu einem homogenen System zu vernetzen. Das ist also so ein bisschen das Ziel von Gaia-X. Und der Unterschied eigentlich zu den Cloud-Plattformen nach dem Gaia-X-Prinzip sollen eigentlich Datenräume geschaffen werden, die sicher und vertrauenswürdig sind und demjenigen, der Daten in diesen Datenraum transportiert oder beziehungsweise versendet, eben auch über diese Daten weiterhin souverän verfügen kann. Das ist so ganz kurz beschrieben das Prinzip von Gaia-X.